Hi Leute und willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Im letzten Part wurden wir von Luftpiraten gefangen und die wollten uns gleich mal umbringen. Doch Chanti hat uns gerettet und kurz danach wurde sie aber von den Würmern gefangen und um das praktisch zurückzuzahlen und um so Freiheit von den Luftpiraten zu bekommen, haben wir angeboten, dass wir Chanti suchen und retten. Und das wollen wir hier auch im Nest der Würm jetzt tun. Mal sehen, ob wir das schaffen. Sieht ja gefährlich aus hier. Chanti wird sicher weiter drin festgehalten. So. Okay, sieht jetzt nicht so weit aus. Ah, guck mal. Kriegen wir einen Freund, wenn wir das haben, was der will. Aus dem Obelisken ertönt eine Stimme. Heute bitte ich, morgen schick dich, übermorgen ein Geschenk, ich erwarte. Bring mir dieses, na du weißt schon, es ist weiß, hat einen hohen Fettgehalt und findet sich in so vielen Desserts. Sahne. Dorf für eine Portion Sahne. Und Nummer 4. Lol, er sieht aus wie der Teufel mit den Hörnern. Eingriff ist erschienen. Samrom der Bändige hat sich. Lol. Okay. Okay. Dann. So, hier geht's ab. Hier ist Paddy. Es scheint niemand hier zu sein. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Evan! Da oben. Oh. Kingo-Würm. Fliegender, was? And what brings you here? Wir sind hier, um Chanti zurückzuholen. Tochter von Piraten, ihr wollt nicht wie Piraten aussehen. Fremden nicht einmischen in Angelegenheit von Windschlangenclip. Gehen, 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 gehen. Excuse me. Ohne Chanti gehen wir nirgendwo hin. Meine Worte. Außerdem ist das jetzt auf unsere Angelegenheit, oder? Genau. Come on. Ich vergesse immer, dass man auch sich bewegen muss, wenn man diese Ausweichrolle macht und nicht nur drücken muss. Eat this!
schießt auf ihn. Oh, so eine feste Brau. Easy. Komm, jetzt. Ja. Lul. Puh, gerade so geschafft. Aha. Das Kleinvieh scheint sich aus dem Staub gemacht zu haben. Jetzt müssen wir nur noch Shanti befreien. Hoffen wir, dass es ihr gut geht. Irgendwas. Achso, okay. Leute, aber haben die eben 800 Schaden gemacht mit einem Schlag? Oder habe ich mich nicht verguckt? Er drückt unten gegen und oben geht das einfach hoch. Tani! Auf Englisch heißt sie Tani? Nein. Das habe ich so noch gar nicht mitbekommen. Pusti! Du bist dran. Schneide das Seil. Sehr schnell noch. Und. Zack. Careful. It's you. The little boy from before. What are you doing here? Little boy? You can't be much older than me. all right, keep your hair on. Evan, my... And I'm Roland. Evan and Roland, eh? Well, thanks for coming to the rescue. I didn't have either of you down as the reckless type, but... Speaking of which, why didn't that grizzled old coward Batu come and get me himself? We made an agreement. In return for securing your freedom, he promised to grant us safe passage to the King's Cradle. Really? He said that? Ha! I knew it! I knew he'd take a shine to you! You've got that same twinkle in your eye! I most certainly do not! You most certainly do too! It's like you can both see something. Something no one else can. Hey everyone, I'm home! Tani! Back! She's back! Now Tani's back! Back, you say? So she is. And sound boss. Oi. Hast du's vermasselt, was? Yeah. Evan, wie abgemacht, darfst du das Tal frei durchqueren. Thank you. Vielen Dank, Zora. Das bringt uns der Stätte der Sonne ein Stück näher. Was, die Stätte der Sonne? Wollt ihr da etwa hin? Ja. Dann ist es am besten, ihr nehmt einen unserer Schwalbertrosse. Mit dem seid ihr im Nu da. Aber warum wollt ihr eigentlich dahin? Er wird einen Pakt mit einem Wächter schließen und als König unserer Welt. Really? Wie bitte? Verstehe. Du hast ja ganz schön ehrgeizige Ziele. Aber so ein Landei wie du geht auf dem Weg dorthin garantiert verloren. Ich komme mit. Was? Und was soll das bitte bringen? Meinst du nicht, es wird für die beiden auch ohne dich schon anstrengend genug?
Bitte, sonst sagst du mir, ich sollte langsam lernen, auf mich selbst aufzupassen. In dem Sinne, auf gute Zusammenarbeit, Evan. Also, er hat sich selber eingeladen. Finde ich okay. Ich mache mich auf den Platz unten bei den Schadler, sag Bescheid, wenn du mit deinen Vorbereitungen fertig bist. Neuer Tagebuch zur Stätte der Sonne. Achso, jetzt ist aber alles wie Spawn. Ich kann alles wieder looten. Diesmal gehen wir aber hier rum. Genommen. So. Hier noch mal zur Händlerin. Come to do some shopping, eh? So. Ach, sie benutzt Speere, okay. Und ein Bogen. Guck mal, der Bogen ist gleich besser als ihre. Auch besser als alle ihre Leute. Lul, was hat sie? Lederrüstung. Okay. Ich nehme an, wir werden sogar so im nächsten, bei der nächsten Gelegenheit sowieso wieder Besseres kriegen, aber. Was soll's? What else can I do for you? Verkaufen. Ja, ich weiß nicht, kann man damit später noch irgendwas machen mit den anderen Waffen? Ich glaube jetzt nicht, oder? Ich weiß, dass da mal man sieht mal unten, dass irgendwie eine Stufe haben, die Waffen. Einmal das Level, dann irgendwas mit dem Hammer und dann diese Sterne, aber ich habe keinen Plan. Zu, warum, weshalb, weswegen. Lol. What else can I do for you? I'll be seeing you again then. Haben wir die? Geld plus. Okay. Ist das egal, wer die anzieht? Ich nehme das mal an, dass das egal ist, wer die anhat. Da ich so mit ihm die ganzen Kills mache, kommt er das. Hi!
Wie beim Schwalbatros sind wir im Nu bei der Stätte der Sonne. Bist du bereit? Ja. Dann. Evan, lad! Los geht's. Evan, kann ich kurz mit dir reden? Was fand ihr denn jetzt noch? Ich wollte es vor den anderen nicht sagen. No, listen here. Die Stätte der Sonne hat schon viele Opfer gefordert. Ich hoffe für dich, dass Shanti ohne Kratzer zurückkommt. Ja, verstanden. Ich werde auf sie aufpassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Kommt jetzt nur kurz Katzi? Ja. Puh, höher hätten sie wohl nicht dir bauen können, was? Alright. Durchhalten, wir sind fast da. So. Es gibt neue Einträge im... Was? Aha. Was denn? Schnappst du einen König? Der wird besiegt, ja? Aha. Und frei wie der Wind. Achso. Okay. Ja. Ich habe natürlich ein Tablet, was weltweit funktioniert. Es braucht kein Internet. Das geht alles durch Magie. So, mal gucken, was wir jetzt für einen Wächter bekommen. Nachdem wir gespeichert haben. Halt, stopp. So. Einen neuen Spielstand anlegen, falls irgendwas schief geht. Ah. Hier kann man also einen Pakt mit einem Wächter schließen. Mm. Ja, aber nur, wenn man eine seine Anerkennung. Okay. Guten Tag. Ich gehe hier mal hin und drücke mal drauf. Was das wohl ist? Ihr seid auf der Suche nach einem Wächter? Hat die Statue da gerade eben... Was hat die Statue da gesagt? Ich bin Evan... Patty... Whisker Tom. Ich bin hier, um einen Pakt mit einem Wächter zu schließen. Wenn das so ist, stelle dich der Prüfung des Wissens und der des Mutes und beweise, dass du würdig bist. Du musst dich hier allein stellen. Nun geh. Blimey. Pass auf dich auf. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Wieder einen Umhang. Du bekommst das. Okay, ich bekomme irgendwelche Rätselzeugs. Wo bin ich? Dies ist die Prüfung des Wissens. Folge dem Verlauf der Geschichte, indem du den Pfad eines jeden Kapitels vom Anfang bis zum Ende beschreitest. Hüte dich den einmal beschrittenen Weg kannst du nicht erneut gehen. Gut, es sollte wohl zuerst in diesem Buch den Beginn der Geschichte lesen. Untersuche das Buch, um das erste Kapitel zu lesen und die Prüfung zu beginnen. Folge dann dem richtigen Pfad, dem Verlauf eines Kapitels, vom Anfang bis zum Ende. Ich muss lesen. Lies jedes Kapitel aufmerksam, um die Hinweise auf den richtigen Pfad zu finden. Verläufst du dich, schaltet die Prüfung.
Für das Bestehen der Prüfung ist außerdem die richtige Ausrichtung der, der Statue und unser. Okay, nutze die Steuerungsräder und bist du dir sicher, den richtigen Weg genommen zu haben? Das aber trotzdem überdenke die Ausrichtung noch einmal. Jede der leuchtenden Plattform stürzt in die Tiefe, nachdem du sie verlassen hast. Um eine Umkehr wird unmöglich sein, ob es nicht mehr. Wow. Was ist das für ein Scheiß schon wieder? Also so ein Laufrätsel-Dings-Mist. Diese Dinger kann ich leiden. Es war einmal vor langer Zeit. Da hat ein böser Drache die Welt als ein böser Drache diese Welt regierte. Da beschloss ein kleiner Junge aus einem kleinen Dorf die Welt zu retten. Auf das Lächeln zurück in die Gesichter der Menschen kehre. Der tiefe Wunsch des Jungen füllte einen Zauberstab mit neuem Leben und so war der Junge auserkoren durch den Zauberstab zum Zauberer. Die Kraft des Zauberstabs zog eine Fee in ihrem Bann und so ward es, dass sich die Fee dem Jungen anschloss. Gemeinsam machten sie eine lange Reise, die die Welt schreiben. Also, zu Beginn dieser Prüfung erscheinen Geisterkugeln auf dem Pfad. Je mehr davon auf dem Weg einsammelst, desto besser die Belohnung, die du am Ende erhältst. Also. Ich nehme mal an, dass da hinten ist der Zauberstab. Das ist der Junge. Wir sollen da starten. Dann da und dann hier. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Das ist schon falsch, ne? Oder? Nee. Jetzt. Aber ich kann hier halt nichts machen an dem Zauberstab. Vom Jungen zum Zauberstab. Das geht da vorne sogar noch weiter. Oh Gott. Okay. Ich dachte, man muss hier irgendwas drehen. Ach, das soll man drehen, oder was? Erst die Fee, okay. Das ist so ein praktisch der Helfer aus dem ersten Teil. Er hat die Aufmerksamkeit zum Zauberstab. Ja. Ich muss immer. Okay, ich muss auch immer die Kreise ablaufen. Ich muss auch immer irgendwie diese Kreise ablaufen.
Okay. Alles eingesammelt. Das dahin gedreht. Ja. Gemeinsam macht sich auf eine lange Reise, die Welt zu retten. Du bist dafür richtig. Yeah. Wow. Wow. Ja, Koya ist schon besser. Yes! Kann ich jetzt bitte einfach nur so kämpfen bekommen? Uiui, was geht denn jetzt hier vor? Auf dem Weg trafen der Junge und die Fee auf neue Gefährten. Die erste war eine herzensgute Hafenspielerin. Ihre wunderschönen Lieder bezauberten die Herzen der Menschen. Der zweite war ein taffer Schütze. Dank seiner Entschlossenheit verwandelt sie die Freunde. Der dritte war ein weiser Zauberer. Er nahm den Jungen in die Lehre und teilte ihm ein Wissen. Nur nicht mehr alleine fand der Junge den Mut, sich den Kreaturen zu stellen. Gemeinsam sollten die Gefährten heilen. Okay. Also. Harfe. Schütze. Kann den drehen? Nein. Wir müssen machen, dass sich die beiden angucken, ne? Ob ich das richtig verstanden habe? Okay, ich seh's. Yes! Okay, und nochmal. Ich muss mal schauen, wie weit wir sind. Ja. Okay, dann werde ich hier einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir anscheinend das finale Rätsel mit diesem großen Monster da lösen. Ciao, Leute.